Total und recht herzlich willkommen zum 25.05.1977 und wir sitzen alle drei im Kino und gucken Krieg der Sterne. Ja. Nee. 25.05.2018 und wir sitzen im Kino. Darf ich vorstellen, wir sitzen im Kino im Jahre 2018. Cameron, R2D2, Neue Ordnung, BB-8, alle bekannt. Ja, leg mal los, wir sitzen im Kino. Ja, wann geht der Film los? Meine Güte, nicht, welchen Film meinen wir denn? Okay, kleine Umbaumaßnahme, weil ihr seid in der Werbung und aus der Werbung müssen wir ganz schnell raus, denn das ist die Werbung für unsere Sache Film. Wir sind nämlich Filmfreunde und der nächste wird jetzt im Schnellumbau, weil die Jungs müssen auch schnell einer rauchen, eben umgebaut und dann kommen wir wieder. Willkommen zur Sendung! Darth Vader und seine Stormtruppen! Wir sind Filmfreunde! Meine Freunde! Ihr könnt ja glauben, ich schwitze mir einen weg hier! Aber egal! Ne? Ihr seid jetzt hier, wie gesagt, in der sogenannten Sendung. Ich enthaupte mich jetzt auch mal langsam wieder hier. Ne? Ich bin die Berliner, aber ich spreche so. Boah, hör mal! Ich bin pitschnass, meine lieben Freunde. Denn der Helm, da sprechen wir auch gleich drüber, er hat ja auch den. Mach langsam. Ja, boah. Ja, bei so einer Sendung ist das so eine Sache. Also wie gesagt, wir sind Filmfreunde. Wir sind jetzt hier keine Nerds. Wir haben auch nicht die fetten Brillen auf. Wir kommen nicht aus dem Kosmos, genannt erweitertes Universum. Kommen wir nicht her, nein. Da waren wir noch nie zu Hause. Oder hast du 1000 Comics gelesen? Nee. Hast du 500 Bücher gelesen? Niemals. Also. Dafür ist keine Zeit mehr. Ich habe vorhin schon angefangen, indem ich sagte, also ich wollte so ein Quintett machen, aber gewisse Leute waren schneller. Ich habe auch eine vierte Person nicht gefunden. Machen wir ein, wie nennt man das jetzt? Quintett. Trio-Finale machen wir. Mit Helm. Mit Helm, genau. Okay. Die Sachlage ist die, noch einmal, am 25.05.1977 waren wir alle im Kino und da ging es los. 1977 nannte sich das ganze Krieg der Sterne. Und was musste man da machen? Richtig. Man war in so einem Wohnzimmer und hat, was für ein Film? Ne? Und so ging das los und dann kamen die wieder. Damals war das aber auch so, mit der Raubkopie, da war so ein kleiner Fernseher. Und auf einmal guckt ihr alle so eine Raubkopie, kriegt der Sterne total, ne, wisst ihr ja, Raubkopie, wie das aussieht, aber egal. Soll uns verziehen, werde ich schon 41 Jahre her. So, heute gucken wir richtig Blu-ray, DVD und natürlich 3D. Ja, ich will nicht die Stunden lang hier quatschen, aber ich leite das Ganze ein, weil es die erste Sendung ist. Also es ist die erste Sendung, 25.05.1977. 2018. Jetzt frage ich euch, wie lange braucht ihr für Han Solo? Hä? So, jetzt habt ihr einen Han Solo-Film gesehen. Ihr habt den jetzt zerrissen. Gab 71 Tomaten und was weiß ich nicht alles. Wie konnte es denn sein, dass der ins Kino kommt und dann noch im Mai? Ach Mensch! Brandeis? Ja klar. Facebook-Haters. Facebooks, was weiß ich, Verrückte, Super-Nerds. Ja, wir sind aber keine. So, ihr wart in Han Solo. Wie hat er dir gefallen? Geil. Geiler Film, auf jeden Fall. Wunderbar. Daumen hoch. Hallo. Top. Also sehr gut oder nur gut? Sehr gut. Sehr gut. Dreimal sehr gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in der Sendung, die jetzt nicht gestartet wird, um Disney zu helfen. Wir helfen uns jetzt selber. Damals war es George Lucas. So, jetzt sind wir da beim Kanon. Ich weiß nicht, ob ihr Kanon kennt. Das war das G-Kanon und T-Kanon. Bis Georg gesagt hat, also George, 1991, ey Leute, ein Strich, sonst geht's hier los. Wurde auch filmtechnisch gemacht und 1999 wäre sogar Kellogg's beinahe pleite gegangen, weil die da auch mehr gemacht haben, als sie hätten dürfen. So, G-Kanon, T-Kanon, das ist dann sozusagen die Richtlinie der Filme. Wir kennen nur die. Und die anderen, die sogenannten Nerds, und die halt mehr wissen, 1000 Comics und was weiß ich nicht alles. Und dann Battlefront, spielt ihr Battlefront? Ich habe Battlefront gespielt, ja. Ja, also du weißt. Also Adi, kamst du ja, also kommst du ja dann auch in der Genre, was da ein bisschen anders rumläuft. Hast du ein Telefon? Ich habe zwar das Spiel zu Hause, aber ich spiele halt zu selten. Willkommen im Club. Ich habe auch alles, aber ich komme nicht dazu. Ich habe auch zwei. Wie gesagt, dann gibt es die E-Box und was weiß ich nicht alles.
So, die Sendung. Ich mache Steilvorlage und meine Herren hier geben darauf Antwort. Also, wir waren in Han Solo. Was hat hier an Han, fange ich jetzt hier mal an, bei Marco. Wird immer unten eingeblendet, wer hier sitzt. Ihr dürft nämlich auch hier sitzen, nicht nur wir, aber wir drei sind an sich diejenigen, welchen die Sendung einmal im Jahr machen werden, so richtig machen werden. Und wenn wir Zeit haben, machen wir auch so Sequenzen wie gerade mit dem Helm. Da werden wir uns gleich drum kümmern, um den Helm werden wir uns gleich kümmern. Um die Figuren, die ihr jetzt gar nicht seht, die auch wunderschön aufgebaut haben, werden wir uns auch gleich drum kümmern. Also wir werden, werden hier einige Sachen machen, die bleibt dran. Zwischendurch muss leider gecuttet werden, weil die Jungs brauchen Nahrung. Ne? Nennt sie rauchen. Ne? Frische Luft. Einfach ja, frische Luft auch, denn wir haben hier über 30 Grad. Ich möchte nicht wissen, wie heiß das jetzt hier ist. Aber egal, ich bin ziemlich nass und ich komme auch gerade ziemlich feucht unter dem Helm her. Ist aber nicht so schlimm. Ich meine, dieses Jersey-Zeugs hier als Han Solo, das ist auch noch warm. Und darunter ist auch noch ein T-Shirt. Aber egal. So, meine lieben Freunde, die Lust haben zuzuschauen. Jetzt schwenke ich doch zu Yoshi, der ist absoluter Filmfan. Du warst drin, zweimal, 2D, 3D. Mhm. Konntest du deine Frau überzeugen? Ja, meine Frau war auch sehr begeistert. Meine Freundin war sehr begeistert. Sehr gut. Film. Also, brüll in die Kamera. Ja, sie war auch sehr begeistert von Chewie. Also ich finde den auch in dem Film grandios. Also das ist einfach, ja, einfach ein schöner Filmspaß. Gute Unterhaltung und auch wirklich mit Star Wars Feeling. Also ich fand den gut. So, Marco ist extra heute Nacht noch reingegangen, weil er ihn vorher schon kurz gesehen hat, aber ist heute Nacht extra reingegangen, ist übernächtig wiedergekommen mit seiner Tochter. Und wie war's? Ja, also meine Tochter und ich, wir sind voll auf begeistert. Ja, deswegen frage ich ja, 41 Jahre haben die gebraucht, um den Han Solo uns vorzustellen. Ja, das ist eine lange Zeit. Nee, das ist mir dann, okay, ich als Admin, ich begrüße euch als Admin in der Star Wars Community Wohnzimmer. Und ich habe es jetzt so genannt, weil Wohnzimmer finde ich toll, sich zu treffen, Sachen zu machen und vor laufender Kamera zu sprechen. Die beiden, merkt ihr, sind Laien. Ich habe jetzt hier keine Statisten, ich habe jetzt auch keine Schauspieler, die dann hier hätten was gemacht, wie die anderen das machen. Die verkaufen euch die Sendung. Hier ist echt. Darum sind die meistens stumm und ich versuche, mich zurückzunehmen und versuche, so Steilvorlagen zu geben, dass die auch sprechen. Bist du zufrieden zum Beispiel als Steilvorlage mit dem Helm? Absolut. Schöner Helm zum Hinstellen. Also zum Hinstellen. Das ist von Hasbro, der Black Series Helm. Und ja, ich bin ja nicht bei der 501 Garrison und bin ja auch kein Sturmtruppler als Cosplayer oder sonst irgendwie was. Das ist ein sehr schöner Helm zum mal aufzusetzen, ein bisschen Spaß haben und Mach mal euch da noch. Ich passe da noch rein, meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr wisst ja, ich hatte auch mal so einen. Ne? Oh, ich sehe mal so eine Sache, da rauszukommen. Also wir sind jetzt hier die Normalen, die total Normalen. Wir sind nicht die Freaks. Die Freaks, um Gottes Willen, die halten jetzt hier Sachen auf 501, die schlagen uns jetzt schon tot. Wie kannst du mit so einem Helm kommen, ne? Ne, also bei uns darf schon mal die Naht platzen, also ich darf die schon, ne? Da waren wir auch beim Thema, den Raven, der da draußen rumhängt. Wie gesagt, wir drehen gleich hier weiter. Immer kommt zwischendurch ein Cut. Und somit wird diese Sendung ziemlich anders werden wie alle anderen Sendungen. Meiner einer, muss ich aus Sicherheitsgründen sagen, macht das beruflich an sich, verdient mein Geld damit. Aber ich möchte jetzt Spaß haben. Meine lieben Freunde, ich möchte Spaß haben, auch wenn ich beruflich das mache. Aus Sicherheitsgründen sage ich das, weil viele wissen, wer ich bin. Ja, genau. War bestätigt worden gerade. Und deswegen sage ich es. Aber trotzdem, wir machen jetzt hier die absolute Laien. Wirklich, sowas von laienhaft. Wir haben von nichts Plan. Gar nichts. Absolut gar nichts. Wir werden jetzt versuchen, uns an Star Wars hochzuarbeiten. Deswegen springe ich ständig zurück. Heute ist der erste Tag, 25.05.1977. Wer von euch war jetzt 8? Ich. Er war 8 und du warst 7. Jo. Und meiner einer war 17. Oh, egal. Okay. So, wir sitzen jetzt da und gucken Star Wars. Du, was gefällt dir da? An Star Wars. Was gefiel dir da an den ersten Tag? Sei ehrlich. Ja, der ganze Feeling, wenn du. Bisschen lauter sprechen. Die wollen nicht hören. Das ganze Feeling, wenn man als kleiner Junge in so einem riesengroßen Kino dann sitzt. Also war erstmal also, die Kinoatmosphäre. Ja, richtig. Und bei alles dir? Du hast ja ein bisschen jünger, auch so Kinoatmosphäre und direkt der Film. Natürlich. Star Wars. Okay, weil wir jetzt absolute Laien sind, totale Laien. Wir machen das nämlich andersrum. Die Nerds
die Spezialisten und so weiter, die wissen ja alles. Alles. 1000 Comics, 500 Bücher, aber die strotzen nur her. Guck mal hier, was ich hab, du, das hast du nicht. Aber haha, wir haben sogar den Falken aus Stahl, aber egal. Ja, weil ihr gesagt habt, meine lieben Freunde, wir sind absolute Laien. Und ihr merkt schon, erst war das Kino, genau. Denn 77 war das Kino erstmal für junge Leute erstmal wow. Der Riesensaal, das Licht, dann ging das nämlich alles noch auf und jetzt kommt es nämlich. Warum hat euch Star Wars so gefallen? Weil dieses Dadam, Boom, dieses und danach dieses THX, hat doch jeder drüber gelacht, oder nicht? Mit der Kleine, da kam sie an der Dose, Schrauben, und dann kam, ja, war so, und dann kam erst Star Wars. Ja, so. Star Wars, könnt ihr euch noch dran erinnern, da kam was angeflogen, ne? Und ja, und dann wurde die Tür gesprengt, dann kam er, der Röchelhelm da. Ne, ich war auch von, ja, genau, nein, okay. Siehst du, er hat aufgepasst, auch mit 7, seht ihr? Erst kamen die Troopers. So, und dann kam Sir Darth Vader, den ich jetzt nicht zusammenbauen werde, aber dann kam er. So, und dann ging er weiter und dann kamen zwei Spaßvögel, ne? Einer Gold und der andere so ein Blecheimer. R2-D2 und 3DPO. So. Jetzt geht's weiter. Wir sind Kinder, wir sind Jugendliche, sehen diesen Film zum ersten Mal. Er wurde uns vorgestellt unter Krieg der Sterne. So, das war nicht prägsam, wir waren auch keine Kriegsgegner oder so. Da haben wir als Kind schon mal gar nicht dran gedacht. Jetzt frage ich, wie viele Figuren hattest du da nach dem Film? Die allererste Figur war Luke Skywalker und, ja, und Han Solo, glaube ich. Cool. Und du? Ich hatte so 40, 50 kleine Püppchen gehabt, mit Raumschiffen, mit allen. Aber nicht jetzt unbedingt so. Also, hattet ihr irgendwie sofort den, also als Feedback, das heißt, ich identifiziere mich, ja, er redet, identifiziere mich mit dem? Han Solo. Ah, Han Solo, genial. Ha, habe ich gutes Kostüm gewählt hier. Hat 41 Jahre gebraucht und da kommen wir nachher drauf. Das wird eine verdammt lange Sendung, aber egal. So, also wie gesagt, du hast um die 40 Püppchen gehabt, ja. Warst also jetzt nicht in dem Fieber des Star Wars, du kamst also nicht zu mir, um die zu kaufen, denn ich war der sogenannte Verkäufer. Da konnte man nämlich alles bekommen, ich war über 30 Jahre da beschäftigt. Ich lief auch rum als Röchelheini da in der 5. OG für Spielbahn und am Limbecker Platz war das, in der Stadt Essen. Und, wo war das noch, Lichtburg, weil ich aushelfen musste, weil der Richtige, der dafür zuständig war, war zu dem Zeitpunkt nicht da. So, haben wir dann 1977 auch so erklärt, ich als 17-, 18-Jährige, das war ein paar Wochen so wie jetzt, werde ich ja auch älter, erkennt das Datum. Also ein paar Wochen später nach dem Film wurde ich leider 18 und habe dann auch direkt meine Firma gegründet, weil ich da angesprungen wurde. Also ich bin seit 1979 beruflich unterwegs. Und muss ich aus Sicherheitsgründen sagen, weil ich jetzt hier auch diesen Laien spiele. Also ich habe von nichts Ahnung, keinen Plan, aber ihr wisst, ihr kennt mich und dann flippt er aus. Also, bitte an alle Zuschauer, vor allen Dingen alle Kunden, wir sind jetzt wirklich naiv, wir haben keinen Plan. Ich sage das aus Sicherheitsgründen, weil ich kenne das ja. Ich kenne die Anrufe, ich kenne die E-Mails, ich kenne das alles. So, also, wir haben von nichts Plan, wir sind jung. 40 Püppchen, paar Püppchen, er mochte den Solo, hast du da irgendwie so nachgespielt, hast du da irgendwas aufgebaut, warst du mit Leuten zusammen, hattest du andere Freunde, die plötzlich auch irgendwie... Also so direkt zu dem Zeitpunkt noch nicht, also kam irgendwie ab Imperium Stück zurück. Cool, gestern, also 83, da warst du also schon drüber, ne? 10 Jahre, drüber, ne? Ja, genau. Ja, 10, ne, 12, da warst du 12, ja. Und du warst dann... 13. Genau, ich war dann über 20. Okay. Ja, das stimmt. Ja, leider. Okay, also hattest du Freunde? Habt ihr euch getroffen? Habt ihr? Es geht mir ja um eine gewisse Sache, da hau ich gleich rein. Darum geht es mir nämlich jetzt. Jetzt kriege ich Antworten hier. Also du hattest keine, also nicht so. Du hattest du irgendwie so? Habt ihr euch getroffen? Auch mit Raubkopien und so? Da waren wir Eltern, glaube ich. Genau, die Eltern. Ja, aber die haben da mich geguckt. Aber die haben mich geguckt. Das kam ja später auf jeden Fall. Genau. Als ich dann irgendwann in dem Alter war, wo ich dann noch Rockkopien machen konnte. Sicherheitskopien. Ja, Sicherheitskopien. Naja, aber wir nennen es ja beim Namen. Aber die Welt ist so schräg geworden, aber da springen wir gleich ins andere Jahrhundert. So, wir sind jetzt immer noch 1977. So, die Welt war anders. Da war richtig was los, dass das Star Wars plötzlich griff. Warum griff es? Weil es war ja 1966 Captain Kirk, ja, und Enterprise. Ja. So, das ging nämlich dann langsam zu Ende. 1979 hat sich nämlich Star Trek verabschiedet. So, und 1979 ging das ja auch los mit dem ganzen
Nee, kaufen, kaufen, kaufen. Schön kaufen, auch die hier. 169 bei Amazon. Zum Beispiel. So, und diese Verkäufer kriege ich einfach nicht raus. Ne? Auch jetzt nicht. Ne? Okay. Also die Sache ist doch die, das hier hat man doch früher gemacht. Man hat sich doch getroffen, von mir aus im Kindergarten oder sonst wie, oder halt in der Schule und über irgendwas gesprochen, oder nicht? Ja, das ist richtig. Nur damals war Star Wars oder Krieg der Sterne. Nicht Achtung! So. Spoiler-Alarm, ja! Jetzt haben wir es endlich, darauf geht's mir nämlich. Jetzt stehen wir in dem Visier. Als Journalismus und so weiter und als Studierender, auch in Medientechnik, wir fragen uns, was soll das? In den 80er Jahren, jetzt sind wir ein bisschen älter, jetzt sind wir schon bei Imperium, ne? Kam 83. Ja. Da war die Spoilerwelle. Ja, Kadett spoilen und so. Und dann kam Manta Manta, war alles vorbei. Dann hatten wir Mantaletten an und anderen Scheiß da, ja. So, aber zwischendurch kam Stern Galactica. Habt ihr das vielleicht gesehen? Das hab ich. Seht ihr? Ja, im Kinofilm auch. Auch diese Kette, die dann, die abgefahren sind, diese Kette im Kino. Das war dann die Kette, also waren so Ketten drin, jedes bei uns. Waren richtig schwere Ketten drin. Und wenn die dann geschossen sind, dann wirklich, das hat gerappelt. Also ihr merkt schon die ganzen Eindrücke. Meiner kommt auf 11:33. Das war der erste Film von George. Dann der zweite mit American Graffiti. Das hatte mir so viel Spaß gemacht, wie dieser Polizeiwagen da losfuhr und dann pschuh, die Achse weg war. Sir Dreyfus hatte nämlich eine Kette drunter gelegt. Also so in dem Dreh kam ich überhaupt da zu George Lucas und dann Indiana Jones später und so weiter. Und die hat mich halt angesprochen, wenn ich arbeiten wollte, so wie ich jetzt hier arbeite. Und ich hätte ja gesagt. Ist egal. So, jetzt sind wir 83, Manta Manta, Spoiler. Jetzt haben wir dann wieder mit dem Spoiler-Alarm, ne? Für die Jugendlichen, die nicht wissen, was 1977 los war, Spoiler-Alarm, ne? Ist klar, dürft ihr gar nicht wissen. 83 war Spoiler-Alarm, das dürft ihr gar nicht wissen. Ne? Jetzt sind wir aber angekommen bei 25.05.2018. Ihr seht schon, ich bin jetzt der Han Solo ohne Haare, ne? Bin alt geworden, ist klar. Okay, Scherz beiseite. Jetzt, wo wirklich Facebook da ist. Ich springe nochmal hin zurück. 77 gab es das nämlich alles gar nicht. Deswegen sprach ich ja. Habt ihr mit irgendwelchen gesprochen? Wo habt ihr euch die Informationen hergeholt? Oder habt ihr gehört, hör mal, ist wieder ein Film. Alle pilgern wieder hin. Oder hast du gefragt, warum pilgerst du? Ey, Star Wars, hast du nicht mitgekriegt? Und bist dann da hingepilgert. Ja, ich glaube, ich war in höchstens der gerufen hat, der kommt alle mit der Star Wars. Siehste, also das ist schon... ja, siehst du, auch er hat nämlich gerufen, kommt doch bitte alle mit zu Star Wars, meine lieben Freunde. Wir unterstehen nicht mehr G&T und Kanon und Legends und was weiß ich nicht alles. Disney ist mir sowas von egal. Von mir ist verkauft und sollen andere kaufen. Jetzt knall ich nämlich rein als Filmemacher. Also, ich habe den beiden auch gerade vorhin noch erklärt. Und die werden mir gleich sagen, ob das okay gewesen wäre. Also, wie der letzte Film lief und der geliebte Darth Vader verstarb, denn er schrie ja, ich bin dein Vater, und er schrie, der Bumm war weg, Arm weg und Beine weg. Habt ihr gewusst, wie viele Armteile da überall schon mal weg waren? Oder wie oft das C-3PO zusammengeschraubt wurde, vor allen Dingen durch Chewbacca, verkehrt nur Kopf drum und so. Ne, also war schon eine tolle Geschichte, auch da kommen wir auch gleich hin. Wir bleiben jetzt also bei 4, 5 und 6 erstmal. Das war Star Wars. Das war Star Wars, nichts anderes. So, das war Star Wars. So, und jetzt kommen wir zu den neuen, also davor 1, 2 und 3. Haben die euch gefallen? Seid ehrlich. Also als da, also wo es angekündigt wurde, definitiv, ja geil, das ist Star Wars. Genau. Und dann nach dem 10. Mal gucken, dann fallen halt ein paar Sachen auf, die dann so, genau. Ja, aber der nervt ja schon ein wenig. Ja, nee, war schon ein bisschen. Und bei dir, wie bist du also, da auch durch, ey, da läuft wieder was? Also sagen wir mal so, die Episoden 1 bis 3, die waren gut, aber auch nicht so, wie sie mir eigentlich vorgestellt. Da hängt an, oder liegt das jetzt an unserem Alter, weil ich habe ja mit Kunden nochmal zu tun und wenn die da reinkommen, muss ich 4, 5 und 6 sehen? Sorry, natürlich muss ich 4, 5 und 6 sehen, sonst kommst du da gar nicht dahinter. Also, ihr merkt schon, unsere Sendung ist für die normal, wirklich total normal, so ab 30, 40 plus, 55 plus, der letzte, den ihr gesehen habt, oh mein Geheil, ist das Handy doch geklaut wurde, aber egal. Da saß sogar einer, er nicht, er war also auch über 40 plus, der uns den Falken da jetzt verkauft hat, deswegen geht der R2D zu, deswegen war er ja gerade noch mal kurz zu sehen. Ach, mach's gut, R2D zu. Ja, er sagte auch, mein Vater um die 70, also 75, und fand den auch schon, also ihr seht schon. In den 77er Jahren waren schon halt noch ältere wie ich, also 20 Jahre älter wie ich schon drin, mit 30 halt und fanden den toll und gucken wirklich jede Filmsache.
Und jetzt mache ich den Cut, diesen Schnitt, diesen Wahnsinnsschnitt. Und ja, den mache ich jetzt, da weil die beiden rauchen müssen. Und mache jetzt eine andere Pool Position. Wir kommen wieder. Bleibt dran. Peace out. Okay.